Liebe Tagesschau, ich stehe gerade in der Nähe eines Kibbuzes, nur 1 bis 2 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Vor ungefähr einer halben Stunde waren wir hier mit Alon unter direktem Beschuss durch die Hisbollah aus dem Libanon, wo die Raketen über unseren Köpfen fliegen. Soeben habe ich hier im Kibbuz im Fernsehen die Tagesschau gesehen. Heute ist der 6. Oktober, es ist der Vorabend zum 7. Oktober. Morgen jährt sich der schrecklichste Tag. Wir alle spüren den Schmerz schon jetzt. Wir haben keine Ahnung, wie wir den Tag morgen erleben, denn für alle Israelis und auch für alle jüdischen Menschen weltweit wird der morgige Tag wieder eine Wunde aufreißen, die wahrscheinlich niemals heilen wird. Was am 7. Oktober vor einem Jahr passiert ist, ist das schrecklichste Massaker am jüdischen Volk seit der Shoah. An diesem Tag wurden nicht nur Juden wahllos abgeschlachtet, vergewaltigt, verstümmelt, verbrannt, sondern Menschen allen Glaubens, aller Nationalitäten, darunter auch arabische Israelis, Menschen aus den USA, aus Deutschland, aus Thailand, aus der ganzen Welt. Und in der Tagesschau wird heute das hier gesendet und diese Ausschnitte gewählt aus Demonstrationen, die man in Berlin aufgenommen hat. Heute Mittag in Berlin. Eine pro-palästinensische Demonstration gegen einen, wie sie es hier nennen, Genozid in Gaza. Der Krieg muss enden, die Blockade muss enden, die Besatzung muss enden. Das ist ein Genozid und da müssen wir nicht schweigen. Ganz Nahostpolitik habe ein Problem, sagt der Direktor des Deutschen Orientinstituts. Neben der Solidarität mit Israel müsse Deutschland von der israelischen Regierung mehr Diplomatie einfordern. Ich würde mir wünschen, dass wir sehr deutlich machen, dass dieser Konflikt nicht militärisch zu lösen ist. Israel wird nur in Frieden leben, wenn es Frieden mit seinen Nachbarn macht. Warum fällt es euch so schwer, die Dinge beim Namen zu nennen? Warum fällt es euch so schwer, in jedem euren Beiträgen von diesem blutigen Massaker zu sprechen und den Massaker als Massaker zu benennen? Es ist mir egal, wie oft ihr das erwähnen müsst. Bei all dem Hass und all der Propaganda und all der einseitigen Berichterstattung und all der Stimmung, die in unserer Gesellschaft herrscht, muss man in jedem einzelnen Beitrag erwähnen, was am 7. Oktober passiert ist. Denn nach wie vor leugnen Millionen Menschen, was den Israelis am 7. Oktober durch die Hamas-Terroristen widerfahren ist. Krieg ist schrecklich. In einem Krieg sterben unschuldige Menschen. Das ist absolut wahr. Aber wer ist dafür verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich, dass unschuldige Menschen sterben? Im Gazastreifen, im Libanon und in Israel. Die Verantwortung liegt alleine bei der Hamas, bei der Hisbollah und bei dem Mullah-Regime im Iran, der die ganzen Terrororganisationen hier im Nahen Osten finanziert und koordiniert. Und diese Terrororganisationen haben nur ein einziges Ziel, die Auslöschung des einzigen jüdischen Staates auf dieser Welt. Leere Lippenbekenntnisse bringen uns nichts. Es bringt uns nichts, dass Politiker und Journalisten immer wieder erwähnen, nie wieder ist jetzt kein Platz für Antisemitismus. Juden und Jüdinnen fühlen sich in Deutschland nicht mehr sicher. Das besorgt uns. Juden und Jüdinnen fühlen sich nicht nur in Deutschland unsicher, sie sind unsicher. Und das sieht man an den tausenden Morddrohungen, die Menschen wie ich bekommen, die jüdisch sind und die für Israel einstehen. Aber selbst Juden, die einfach nur ein sicheres und friedliches Leben in Deutschland haben wollen, werden jeden Tag bedroht oder sind der Bedrohung ausgesetzt. Und ich kenne keinen einzigen jüdischen Menschen in Deutschland, weder von meinen Freunden noch von Familienmitgliedern, der seit dem 7. Oktober nicht ernsthaft darüber nachdenkt, wohin könnte er auswandern, um in Sicherheit zu sein. Heute, morgen und übermorgen werden wieder pro-palästinensische Demonstrationen zugelassen, bei denen offen in arabischer Sprache zum Mord an Juden aufgerufen wird und zur Auslöschung des israelischen Staates. Diese Demonstrationen verbreiten einen Hass und eine Hetze auf unseren Straßen gegen jüdisches Leben, gegen Israelis. Und dieser Hass und diese Hetze wird durch die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender unterstützt. Die Redaktion wählt aus, was sie an diesen Tagen sendet. Die Redaktion wählt aus, welche Ausschnitte aus Interviews sie wählen. Und das ist, was wir heute am 6. Oktober, am Vorabend des 7. Oktobers um 20 Uhr im Fernsehen sehen. Ja, Menschen im Libanon sind auf der Flucht, das stimmt. Aber wo waren diese Journalisten, die jetzt im Libanon sitzen und darüber berichten? Ein Jahr lang. Warum haben sie nicht aus dem Norden berichtet? Am 8. Oktober haben hier fast 100.000 Israelis ihre Zuhause verlassen mussten. Ich berichte mit Alon hier seit Monaten aus dem Grenzgebiet. Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Und warum benennt ihr nicht immer und immer wieder, warum die Menschen
überall hier im Grenzgebiet fliehen müssen. Aufgrund des Terrors. Des Terrors aus den Nachbarstaaten. Israel ist ein demokratischer Staat. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Es hat die Pflicht, sich zu verteidigen, seine Bürger zu schützen und alles zu tun, damit dieser Terror aufhört und damit ein 7. Oktober sich nie wieder wiederholt.